beziehungsweise wir haben die Ehre, dass Wolfgang Schulz, einer der Direktoren des HIEG, kurz Hallo sagt und euch schon mal ein bisschen anteast auf das, was gleich kommt. Bitte schön, Wolfgang. Ja, vielen Dank. Freue mich sehr, dass Sie alle da sind und wir eine Diskussion über dieses Thema im digitalen Salon haben können, das ausgesprochen interessant ist aus meiner Sicht. Ich will einführen eigentlich, indem ich zwei persönliche Beobachtungen dazu schildere. Das eine kommt aus meiner Arbeit in der Enquetekommission des Deutschen Bundestages und da hatten wir auch die Frage auf dem Tisch, wie Digitalisierung eigentlich die Bildung im Hochschulbereich verändert. Und einige der Abgeordneten hatten am Anfang jedenfalls die Vorstellung, ach, wir brauchen möglicherweise gar kein Hochschulbauprogramm mehr, weil die Universität als physischer Ort an Bedeutung abnimmt. Und in der Diskussion wurde relativ schnell klar, so ist die Entwicklung wahrscheinlich etwas kurz gesprungen begriffen, sondern das muss man sich differenzierter anschauen, wie das Verhältnis eigentlich von dem physischen Lernort Universität und den digitalen Möglichkeiten eigentlich aussieht. Und das haben wir dann in dem Bericht halbwegs auch gemacht. Der zweite Punkt ist ein anderer. Bei einem Gespräch mit einem Kollegen in den USA sagte er den Satz, der mich nachhaltig beeindruckt hat. Die Zeit, die ein Hochschullehrer mit Studenten im selben Raum verbringt, ist so wertvoll, dass man sie nicht mit Vorlesungen verschwenden sollte. Und also so One-to-Many-Kommunikation, das fand er eigentlich unplausibel. Das hat mich so beeindruckt, dass ich auch selber bei einer Lehrveranstaltung jetzt die Vorlesungsteile vor die Klammer gezogen habe. Die kann man sich als Podcast ansehen. Das erwarte ich von den Studierenden auch. Und in den Veranstaltungen wird dann interagiert, werden Fragen gestellt, werden Fälle gelöst, in meinem Fall als Jurist und so weiter. Das so zwei Erfahrungen aus meinem Horizont. Es wird viel auch bildungspolitisch darüber diskutiert. In den USA ist es ein riesiges Thema, auch ein kommerzielles Thema. Universitäten, private Universitäten können einfach mehr Studierende einschreiben, können mit Veranstaltungen mehr einnehmen, als sie das bisher gemacht haben. In weniger entwickelten Ländern wird das als eine unglaubliche Chance begriffen, einen Bildungsstandard zu erreichen, den man ansonsten nicht erreichen könnte. Es hängt sehr viel von den Rahmenbedingungen der Bildung ab, die im Augenblick existieren. Und von diesen Rahmenbedingungen verstehen die hier Anwesenden in Deutschland deutlich mehr als ich. Und deshalb freue ich mich sehr auf die Diskussion. Bitte. Vielen Dank. Bevor es losgeht, muss ich noch ein paar rechtliche Hinweise loswerden. Ihr werdet, also diese Diskussion, die findet eine Stunde lang statt, die zeichnen wir auf, ne? Also auf Band und dann wird die noch ein bisschen geschnitten und schön gemacht, ne? Wenn ich mich verspreche und so. Und dann wird das am Samstag bei D-Radio Wissen eine Stunde lang gesendet in unserer Sendung Online Talk. Also nur, dass ihr wisst, alles, was ihr sagen würdet, wenn ich vielleicht nachher mal eine Fragerunde mache, würde dann nachher auch im Radio landen. Außerdem streamen wir, hinter euch ist eine Kamera, darauf muss ich hinweisen, das wird live ins Netz gestreamt. Und es wird auch nachher in einer Art Zusammenschnitt auf den Seiten vom HIEG zu sehen sein. Also, wer das nicht möchte, nicht umdrehen oder ja, bitte nicht gehen. Nicht sagen. Nach hinten nicht gehen. Sagen, was auch immer. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Einwände? Klagen? Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Tag und ganz herzlich willkommen. Der digitale Salon hat wieder seine Pforten geöffnet. Eure Gastgeber heute sind D-Radio Wissen. Wie immer zusammen mit dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ich bin Marlies Schaum und wir wollen heute Abend in dieser Runde darüber diskutieren, wie eigentlich das Lernen und aber auch das Lehren an der Uni in Zeiten des Netzes aussieht. Also wir wollen nicht darüber sprechen, wie Wissenschaftler sich vielleicht mit den neuen digitalen Möglichkeiten neu vernetzen können, austauschen können und so weiter. Um die Wissenschaftler geht es nicht so sehr. Es geht eher darum, wie Studieren heute möglich sein kann, vielleicht mit all den digitalen Optionen, wenn man sie auskostet, wie oder wie es vielleicht mal möglich werden kann, ne? Also was da kommen kann. Und ich freue mich, dass ihr da seid, weil für jeden guten Salon braucht man natürlich auch gute Gäste. Also top, dass ihr es hierher geschafft habt, freuen wir uns. Und für eine ordentliche Diskussion braucht man natürlich auch ordentliche Podiumsteilnehmer. Und die haben wir auch gefunden. Konstanze ist dabei, Markus, Ralf und Jan Hendrik ist auch dabei. So, und ich stelle euch gleich nachher alle noch etwas genauer vor. Bevor ich das aber mache, habe ich mir mal heute was Neues überlegt. Ich habe hier so ein altes Einmachglas, ne, bei mir zu Hause gefunden, so ein Wegglas. Und ich habe euch Zettel mitgebracht und für jeden auch einen Stift, verteile ich schon mal. Und ich würde euch jetzt gleich einen Zettel geben und dann würde ich darum bitten, während ich euch vorstelle, ja, jetzt gleich, dass ihr ein Stichwort aufschreibt, das euch als erstes in den Kopf schießt, wenn man sowas sagt wie
Lernen und Lehren an der Uni in Zeiten des Netzes. Digitale Bildung, ja? So in die Richtung, digitales Lernen. Was kommt euch da als erstes in den Kopf? Schreibt's auf, schreibt euren Namen runter, bitte wirklich nur ein Stichwort. Zusammenknüllen und dann machen wir das in das Glas und das brauchen wir dann auch nachher noch. So, währenddessen darf ich vorstellen, da kann man auch ein bisschen bei rumlaufen und denen über die Schulter gucken, ne? Das hier ist Konstanze Lange. Konstanze ist Professorin an der FH in Potsdam und zwar für Visual Interface Design. Das ist ein total interessantes Thema, aber nicht unser Thema heute Abend. Konstanze ist vor allem hier, weil sie eine Lehrform unterstützt, die momentan hoch angepriesen wird. Sie verbreitet ihr Wissen nämlich unter anderem in einem sogenannten Massive Open Online Course. Genau. MOOC, wir sagen nur MOOC heute Abend dazu. Was Konstanze da genau macht und warum sie das macht, das klären wir natürlich noch. Die Plattform, auf der Konstanze das macht, ist iversity.org. Deswegen ist Markus Rieke hier. Markus ist nämlich Geschäftsführer bei iversity.org und wir werden mit Markus noch darüber sprechen, wie man damit Geld machen kann. Mit solchen kostenfreien Lehrveranstaltungen im Netz, an denen eigentlich jeder teilnehmen kann und warum Markus sich da engagiert. Außerdem ist dabei Ralf Lankau. Ralf wird eher was dazu sagen, dass er das eher kritisch sieht mit den Massive Open Online Courses. Er hat da so seine Vorbehalte, über die werden wir vielleicht streiten, aber auf jeden Fall reden. Ralf Lankau ist Professor für Mediengestaltung und Kommunikationswissenschaft und zwar in Offenburg an der FH. Schön, dass du da bist. Jan-Hendrik Olberts ist da. Er vertritt quasi die altehrwürdige Wissenschaftsinstitution der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Jan-Hendrik Olberts ist Professor und natürlich auch Präsident der HU, und zwar seit 2010. Und einen Präsidenten würdet ihr auch nicht machen, kann man einfach nicht duzen. Also dieses Problem haben wir heute einfach mal, ne? Also es wird hier heute munter gesiezt und geduzt und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich wollte es nur einmal thematisieren, weil ich duze euch, wir duzen unsere Hörer. Es ist toll, dass ihr da seid, aber ein Präsident wird ordentlich gesiezt und deswegen machen wir das so. Jan-Hendrik Olberts auf jeden Fall wird uns was dazu sagen können, wie so eine Uni wie die HU sich eigentlich in den digitalen Zeiten so ein bisschen umstellen muss vielleicht auch, vorbereiten muss, zukunftsfähig machen muss. Aber er ist auch Erziehungswissenschaftler. Und wird sich vielleicht auch da einmischen wollen und können, wo es darum geht, wie denn ordentlich gelernt und gelehrt werden kann. Mal sehen, was dabei rumkommt. Das sind unsere Gäste. Viele Fragen haben wir heute. Ich habe gesehen, ihr habt die Zettel schon fertig. Hier brav reingemacht. Ich würde sagen, damit fangen wir an. Wenn ich also frage, was fällt euch spontan ein, ja, bei Lehren und Lernen an der Uni in Zeiten des Netzes, dann kommt als erstes Wort Beziehung. Wer hat das geschrieben? Beziehung? Das war ich. Herr Olberts. Vielfältig. Sagt Konstanze. Kein Mensch lernt digital, sagt Ralf, ne? Ja. Kein Mensch lernt digital. Und alles wird anders, sagt Markus. Alles wird anders. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Positivsten an. Alles wird anders. Beziehungsweise für manche ist das ja auch negativ, ne? Positiv wie negativ. Markus, sag doch mal, was wird denn anders in Zeiten des Netzes an den Universitäten? Was ist für dich das, was am meisten anders wird? Also ich würde nicht behaupten, bevor ich mich bei Iversity engagiert habe, ein Bildungsexperte zu sein. Anders als, dass ich Vater von zwei Jungs bin und selber an Unis war. Ich bin es jetzt hoffentlich ein bisschen geworden. Aber womit ich mich auskenne, sind Internetphänomene. Mhm. Das mache ich seit 20 Jahren in verschiedenen Internetunternehmen. Und was ich beobachtet habe, ist, wie User Experience Phänomene im Internet plötzlich Branchen und gesellschaftliche Bereiche massiv umwälzen. User Experience Phänomene. Also wie Internetplattformen, Internetangebote verschiedene Branchen oder Gesellschaftsbereiche massiv verändern. Mhm. Denkt man daran, dass es vor 15 Jahren auch schon einen damals kleinen Online-Buchhändler gab, der heute Waschmaschinen verkauft. Mhm. Das wollte man sich vor 15 Jahren auch nicht vorstellen. Und da hast du dir bei den Unis Ähnliches vorgestellt? Ja, das zeichnet sich für mich ab, da wollte ich gerade dazu kommen. Ich wollte noch ein paar Analogien ziehen. iTunes, mhm. Was würde sich die Musikindustrie wünschen, ihr wäre iTunes eingefallen. Was sich für mich durch MOOCs abzeichnet, durch diese Massive Open Online Courses, die in Amerika halt ziemlich genau vor 18 Monaten plötzlich auf den Markt poppten mit einem fulminanten Starterfolg, der übrigens Zufall war, das hat keiner geplant. Da zeichnet sich etwas ab, was ich glaube, vorher in anderen Branchen schon beobachtet zu haben. Da
da sind Umwälzungen zugange, die vieles von dem verändern werden, was heute seit Jahrhunderten von Jahren Universität war und ist. Machen wir nochmal ganz kurz hier einen Break. Machen wir mal kurz klar, was du da nochmal genau machst. Also Iversity.org, wer es nicht kennt, ist eine Plattform, Online-Plattform. Die bieten diese MOOCs an, diese Kurse. Ihr plant mal 24, momentan aktiv, seit gut 2 Wochen sind 6. Das sind Kurse in verschiedenen Fachrichtungen, Lehrveranstaltungen, die online stattfinden, die man aber auch jederzeit sich dann anschauen kann, mit Begleitmaterial, zu denen man auch Prüfungen nachher ablegen kann. Das nur so grob und hoffentlich richtig zusammengefasst. Ja, genau. Und die Plattform lebt von diesen MOOCs und von Menschen, die wie Constanze lehren dort und von Menschen, die sich das anschauen, die lernen dann quasi. Genau. Und das ist für dich die größte Umwälzung quasi in der Hochschullandschaft durch das Netz, die wir in den letzten Jahren hatten. Ist das richtig? Das würde ich so behaupten. Die MOOCs sind Katalysatoren dafür, wie Bildung online funktionieren kann. Das zeigen allein schon die Zugriffsraten, die großen amerikanischen Plattformen seit letztem Jahr haben. Die sind fulminant. Coursera, eine dieser Plattformen, hat heute mehr als 5 Millionen Studierende. Auf der Angebotsseite sind einige der renommiertesten amerikanischen Universitäten vertreten. Da passiert plötzlich etwas, was vorher unter den hohen Mauern von Unis nur möglich war, passiert plötzlich online. Aber beschreib mal kurz, was passiert denn? Was ist denn daran so revolutionär? Revolutionär ist daran, dass ein lehrender Professor in einem einzigen Semesterkurs mehr Studierende erreichen kann, als er in 30 Jahren Lehrtätigkeit in einer Präsenzuniversität. Das ist sehr unwiderstehlich für viele Lehrende. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es juckt links schon allen in den Fingern übrigens. Ne? Die werden schon College-Blocke gezückt und Widerworte aufgeschrieben. Ich sag's nur, bereite dich vor. Das zweite, was passiert ist, Studierende weltweit haben plötzlich Zugang zu etwas, was sie vorher schlicht keinen Zugang hatten. Ja, ob die nun, aus welchen Gründen auch immer, weil sie in einem Land wohnen, weil sie das Geld nicht haben, weil sie vielleicht 75 Jahre alt sind, aber trotzdem noch was lernen wollen. Das heißt, es brechen eine ganze Reihe von Mauern, die bei den in dem alten analogen Lehrangebot schlicht vorhanden sind, und die werden aufgehoben, indem universitäre Lehre plötzlich online darstellbar ist. Und das ist sie jetzt. Das ist sie jetzt. Das zeigen die inhaltlichen Erfolge. Ich glaube auch bei uns. Dafür kann Constanze natürlich noch viel mehr sagen. Und auch wir. Ich meine, wir sind seit 2 Wochen live. Wir sind vor 14 Tagen mit knapp 100.000 Studierenden gestartet. Wir haben in den letzten 14 Tagen 100% Wachstum. Wir haben jetzt 200.000 Studierende. Das fällt ja nicht vom Himmel. Da stimmen Leute mit den Füßen ab und sagen, nicht das, was alte Uni ist schlecht, sondern das ist sehr spannend, das will ich mir auch mal angucken. Und deswegen glaube ich, dass das Umwälzungen sind. Und die Zahlen in Amerika und die Geschwindigkeit des Wachstums deutet an, dass hier sich was tut. Dass hier eine Revolution in der universitären Bildung sich vollzieht. Bevor ich jetzt erste Widerworte auf jeden Fall zulasse, vielleicht kann Constanze mal kurz erklären, für alle, die eben sich entweder dort noch nie das angeschaut haben oder eingeschrieben haben, wie funktioniert so ein MOOC? Also was machst du zum Beispiel als Professorin, damit nachher Lernende online sich was angucken können? Wie sieht sowas aus, ein MOOC? Okay, also ich glaube, wir haben einen besonderen MOOC, weil ich spreche auch eindeutig von wir. Also ihr seid 4, ne? Die einen MOOC zusammen machen, ne? Wir sind 4, die sozusagen diesen MOOC konzipiert haben. Also das ist der Dekan von uns, Herr Winfried Gerling, und ich. Dann haben wir eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, Christina Schollerer, die sich sehr gut auf dem Gebiet auch auskennt. Und was für Hochschulen auch immer spannend ist, also da kamen wir da überhaupt hin, weil es ging nämlich auch darum, sie weiter zu finanzieren und zu binden. Welches Thema habt ihr überhaupt? Das Thema The Future of Storytelling, also die Zukunft, wie man Geschichten erzählen kann. Und das ist eine Vorlesung, gestückelt in verschiedene Teile, wie eine normale Vorlesung, oder? Nein, also wir haben nicht eine bestehende Vorlesung genommen und die 1:1 übertragen. Also diese Vorlesung gab es bei uns nicht. Sondern was wir gemacht haben, wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, also weil ich auch relativ neu in die Hochschule reinkam, wir haben gesagt, okay, wie können wir die beiden Seiten verbinden? Beiden Seiten meine ich, wir sind am Fachbereich Design in Potsdam verankert, aber in dem Fachbereich Design sind eben die europäische Medienwissenschaft und Design. Ich bin der Part vom Design her, Christina Schollerer, Winfried Gerling, die kommen aus den europäischen Medienwissenschaften. Und das war eigentlich so unsere Intention, mal zusammen inhaltlich zu arbeiten, da was aufzusetteln. Und von der Grundstruktur ist es so, dass wir jetzt 8 Wochen laufen werden. Also alle Woche kommt ein Chapter online. Ein Chapter heißt ein Video, ein neues? Ein Kapitel mit mehreren Videos dazu, also es gibt sozusagen Unterkapitel, Units, und es ist so, dass vom Umfang Videomaterial ungefähr 50 Minuten pro Woche da sind. Dann gibt es Linklisten dazu, PDFs, Audiofiles.
Aber mal ganz kurz, einmal durchspielen, ohne dass du so viel Organisatorisches erzählst. Sagen wir mal nächste Woche, welches Thema ist dann dran? Weißt du es gerade auswendig? Welche Unit, welches Chapter, was öffnet ihr? Das verrate ich noch nicht. Verrat's mir. Was hattet ihr diese Woche? Diese Woche war es? Diese Woche hatten wir erstmal einen Einstieg, okay. Also erstmal uns vorgestellt und dann Storytelling. What is Storytelling? Genau. Was hat man da gesehen bei euch? Also sieht man dann dich, wie du da stehst und von der Tafel und was erzählst? Oder sieht man bunte, interaktive Bildchen? Als Kopf haben wir sozusagen sichtbar Christina durchlaufen. Von mir sieht man ganz viele Scribbles. Also ich arbeite sozusagen händisch, was eingebunden wird zur visuellen Untermauerung. Innerhalb des ganzen MOOCs wird es so sein, dass wir sehr viele Expertinnen und Experten einladen, sowohl aus der Praxis und aus der Theorie, weil das für uns auch ein Anliegen war, weil würden wir sie immer einfliegen oder so, wäre das ziemlich teuer für uns und auch nur einmalig. Mhm. So haben wir auch mehr davon. Und das ist unterschiedlich. Also Julian van Dieken, der die Kamera aufnahm und den Schnitt gemacht hat, da war es wirklich so Studioaufnahmen, dass wir die Leute rangeholt haben, geschnitten haben. Oder auch, manchmal war es auch Cornelia Funke zum Beispiel, haben wir im Interview, da mussten wir es über Skype machen, weil man die jetzt einfach nicht von San Francisco. Aber alles landet nachher in einem Video? Ne? Dass genau, man sich ansehen kann. Zusammen. Da gibt es dann Interviews. Es gibt von euch natürlich Vorträge in der Art irgendwie, wo ihr was erklärt, wie ihr was zeichnet, wie ihr was audiovisuell zeigt. Und dann sagtest du, es gibt dann PDFs und Links. Das heißt, das ist die weiterführende Lektüre, wie in jeder normalen Vorlesung auch, das oder in einem Seminar. Man bekommt genau, das an die Hand. Die Leute, die sich vertiefen möchten. Okay. Und auch eine Art Hausaufgaben, wenn man eine Prüfung daheim machen will. Also Hausaufgaben haben wir auch. Jede Woche sozusagen eine, wobei wir, das muss man auch ganz klar sagen, wir haben gesagt, das ist für uns ein total neues Format, wir machen das erste Mal, wir gehen nicht darauf, gleich alles zu wollen, wir wollen nicht gleich Credit Points vergeben, wir machen noch nicht gleich ein Zertifikat und sowas, sondern wir müssen erstmal selber lernen, wie wir damit umgehen können und was wir daraus rausholen können. Und das heißt, wir stellen sehr viel offene Fragen. Mhm. Und wollen erstmal gucken, wie kommen wir überhaupt in Diskussion? Also passiert da überhaupt Socializing in dem Sinn oder wie funktioniert das mit Gruppe? Agieren die denn mit euch? Wird da viel an euch rangetragen? Fragen die euch vielen? Kontaktieren die euch? Ja. Also erstmal muss man sagen, es ist sehr große, rege Beteiligung auf der Plattform selber, auch direkt an uns. Aber wir haben halt auch zurückgespielt und haben gesagt, Leute, wir können leider jetzt nicht von knapp 70.000 Leuten Antworten geben. Mhm. Und demzufolge dann auf Fragen und gleich aufgefordert, diskutiert das in Gruppen, bildet Gruppen, was auch geschehen ist. Also 70.000 Leute nehmen an deinem Kurs teil, an deinem MOOC, an deinem Massive Open Online Kurs. Knapp 70.000 sind jetzt. Knapp 70.000. Also mit 56.000 sind wir gestartet, letzten Freitag. Da, 65.000, also kann man schon sehen, wie das hochgeht. Wobei ich jetzt nicht von vornherein sagen würde, dass die alle wirklich total aktiv sind für immer und ewig. Und also da sind auch ganz viel Zaungäste, die wirklich mal gucken wollen, was passiert da denn eigentlich gerade, was ist ein MOOC, was machen die überhaupt und bevor wir zur Kritikrunde kommen, sag mal ganz kurz, was du als Dozentin denn bitteschön davon hast, dass du tatsächlich jetzt neben deiner Arbeit an der FH Potsdam auch noch deine Arbeit zur Verfügung stellst, dein Wissen, um das kostenfrei ja, in einem MOOC zu verbreiten. Oder bekommst du auch dafür Kohle? Nee, dafür kriege ich keine Kohle. Aber ehrenamtlich jetzt? Ja. Aha. Aber aber diese 25.000 konnten wir halt wirklich dafür aufwenden, Christina einzustellen. Mhm. Also ja, für mal abgesehen davon, aber was hast du davon? Ich habe davon, dass es mich total fasziniert, weil ich bin Interface-Designerin, also mich interessieren sozusagen alle Arten von Oberflächen, mich interessiert das Internet, mich interessiert Beteiligung, also auch Lernunterstützung über digitale Medien. Also das war wirklich so intrinsisch, es war jetzt nicht, aber auch, also ich bin nicht Hochschuldidaktikerin, es war jetzt nicht, das ist nicht mein Forschungsfeld. Und aber hast du dadurch mehr Renommee auch nicht, als Dozentin? Zum Beispiel? Bitte? Hast du da ein bestimmtes Renommee jetzt durchgewonnen als Dozentin, dass du bei sowas dabei bist? Na, ich werde ja hier eingeladen. Ich finde auch, das ist also Renommee genug, ne? Wir vertiefen das mit den MOOCs gleich noch. Ich würde mal sagen, links und von mir zuckt's ein bisschen. Ich natürlich. Ralf Lanko, einen ganzen Zettel, den ich mal eben wegnehme, ne? Damit nein, da gehst nur ein Zitat drauf. Das würde ich nachher gerne. Ein Zitat, okay. Ich leg's hinter mich, kannst dir gleich holen. Sag mal ganz kurz, weil ich ja weiß, dass du den MOOCs sehr kritisch gegenüberstehst. Das weiß ich einfach schon, weil du auch dazu publiziert hast. Fass doch mal in einem Satz möglichst verständlich zusammen, warum die dich so ein bisschen kitzeln, was dir daran nicht gefällt.
Die wichtigsten Argumente sind gerade gekommen. Also eine Quantifizierung von 100 bis 200.000 Studierenden, die man mit einem MOOC abdecken kann, das ist nicht meine Vorstellung von Hochschulen. Du findest, das ist keine Verbesserung? Es ist überhaupt keine Verbesserung. Das hat nichts mehr mit Studien zu tun. Wenn wir nur quantitativ argumentieren, dann wäre das Fernsehen eigentlich das beste Bildungsinstrument, weil weltweit, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen Fernsehen gucken. Das heißt, wir könnten ja Schulfernsehen machen, so wie wir vorher Funkkolleg, dann ist es Telekolleg gibt es immer noch oder so. Im Prinzip ist nur das Netz und jetzt auch die MOOCs sind die Fortschreibung von technischen Medialisierungen, mit denen man Menschen adressieren kann. Für mich hat Lehre, gerade an der Hochschule, auch da an der Universität, eine ganz andere Bedeutung. Es geht nicht darum, Inhalte medial zu kodieren, und MOOCs sind ja nichts anderes als eine mediale Kodierung. Aber es käme zum Beispiel niemand auf die Idee zu sagen, wir reden hier von Buchlernen oder von Tafelanschrieblernen oder von Folienlernen. Das heißt, hier wird eine Technik überhöht, die letztendlich nur dazu dient, Geschäftsmodelle durchzusetzen, nämlich 100 oder 200.000 Menschen zu adressieren, bei denen das Wesentliche des Lernens nicht passiert. Lernen ist im Kern ein sozialer Prozess. Das heißt, man sitzt miteinander, man braucht diese sozialen Räume. Ich arbeite natürlich mit Digitaltechniken, ich produziere Bücher und Websites und Blogs und weiß der Teufel was alles. Für mich ist das ein Werkzeug. Ja. Aber wir nehmen auch Videos auf, wir machen auch Internetspiele, also Lernspiele, diese ganzen Dinge an der Hochschule. Aber der Kern jedes Lernprozesses ist immer das persönliche Miteinander. Das heißt, ich will meine Studierenden kennen und ich möchte mit denen interagieren können. Und zwar Interaktion im Sinne des menschlichen Interagierens und nicht der technisch kodierten Interaktivität, was eben keine Interaktion ist. Jetzt sagst du, ich will, und für mich ist es Lernen das. Aber wer hat jetzt recht? Du sagst, Lernen ist soziale Interaktion. Markus würde sagen, diese Interaktion bei den Digital Natives kann heute durchaus vielleicht auch durchs Netz stattfinden, oder? Entschuldigung, das kann es nicht. Ich meine, die Amerikaner sind in dem Fall ein bisschen vorne dran. Wir wissen sehr wohl, was digitale Geräte und auch die digitale Kommunikation mit den Menschen macht. Sie werden letztendlich asozial. Ich meine, das, was wir als soziale Medien bezeichnen, das sind asoziale Medien. Ich sitze vor dem Bildschirm. Das ist kein sozialer Prozess. Aber ich tausche mich mit Menschen aus. Das ist kein direkter Austausch. Lesen Sie Sherry Turkle, die sagt, wie heißt das Buch, Allein unter 1000 Freunden. Das heißt, sowohl die Arbeit mit den Studierenden, die Arbeit mit Schülern, auch die Arbeit mit Kollegen wird immer stärker auf digitale Medien verlagert. Ich habe einen Bildschirm. Und der Unterschied zwischen Ihnen und dem Bildschirm ist, ich kann Sie nicht abschalten. Das heißt, Sie geben mir Widerrede und Sie gleich auch. beim Bildschirm habe ich es wunderschön. Wenn jemand nicht meiner Meinung ist, schalte ich den ab oder rufe das Programm nicht mehr auf. Mhm. Und das ist einer der Punkte, den wir verlernen, die tatsächliche Auseinandersetzung, den Diskurs. Auch, dass es Menschen mit anderen Meinungen gibt und auch so diese Hoheit. Ich meine, MOOC kann ich ja jederzeit machen. Wir müssen auch lernen, dass wir für Sozialgemeinschaften bestimmte Zeiten haben, wo wir uns treffen, dass wir Räume haben, in denen wir uns treffen, dass wir in diesen Räumen auf andere Menschen zugehen, uns auf andere Menschen einlassen. Und all das wird negiert. Eingekauft wird dafür eine ungeheure Bequemlichkeit. Das heißt, ich kann im Bett liegen bleiben, so wird es bei uns dann auch propagiert. Ich kann im Bett liegen bleiben, mir Vorlesungen anhören. Videos zu schauen ist keine Vorlesung. Das ist kein Studieren. Da lerne ich nichts auf. Beziehungsweise lerne vielleicht genauso viel wie beim Buch. Mhm. Wenn wir von Lernprozessen schreiben oder reden, dann müssen wir auch sagen, es ist die Selbstlernphase, Buch lesen oder Video gucken, und dann kommt der Diskurs. Und erst der Diskurs führt dazu, dass ich tatsächlich zu Erkenntnissen komme und mich mit anderen austauschen kann. Markus, warum bist du so still? Hast du das alles schon tausendmal gehört und lässt es an dir abprallen? Oder? Ein bisschen schon. Ja. Ist es so, ja? Aber ich meine, jetzt musst du dich mit Reifen auseinandersetzen. Gerne. Du bist ja unser also, Gast hier. Also, du hast mir die Worte schon ein bisschen in den Mund gelegt. Ihre Wertung, dass Kommunikation in Online-Foren kein Austausch sei, ist Ihre Wertung. Das sehen, glaube ich, Millionen und Hunderte von Millionen von Menschen etwas anders. Aber Sie haben trotzdem natürlich ein anderes Recht auf Ihre Wertung. Und ich würde dem widersprechen oder einfach darauf verweisen, dass offensichtlich viele, viele Hunderttausende von Millionen von Menschen es nicht so empfinden. Und wir sind noch am Anfang dieser Entwicklung. Ich würde auch, wobei Sie sicherlich der sehr viel größere Experte in puncto Didaktik sind und Erziehungswissenschaft als ich, trotzdem jetzt nicht glauben, dass man online nicht lernen kann. Das halte ich auch für eine Wertung. Ralf, warum meinst du, kann man online nicht lernen? Erklär das doch mal genauer. Was meinst du, kann man denn da nicht lernen? Also es geht nicht darum, ob ich online lerne, sondern es geht darum, was wir unter Lernen verstehen. Mhm. Wir können genauso drüber reden, kann ich von Büchern lernen. Das ist ja die traditionelle Weise. Und das, was mit den MOOC gemacht wird, ist im Prinzip eine Tradierung,
übrigens der des Frontalunterrichts. Ich habe nämlich einen Bildschirm gegenüber und keinen Lehrer mehr. Und das, was ich mir unter Lehre vorstelle, gerade an der Hochschule, aber auch in der Grundschule, ich bin ja Kunstpädagoge, aber auch in den Grundschulen, in der Mittelschule und so, Lernen ist ein Prozess miteinander. Hm. Und das heißt, es ist dieser dialogische Prozess, ich gebe Aufgabenstellungen oder mache die Einführung, ich kriege die Reaktion mit, und zwar die persönliche Reaktion von Schülerinnen oder von Schülern und von Studierenden, merken, wenn sie was nicht verstehen, diese ganzen Dinge, die gibt es in den MOOC nicht. Das heißt, Da gibt es ein Diskussionsforum, wo Leute Fragen stellen. Aber ein Diskussionsforum ist nicht akut, da bin ich nicht in dieser Situation. Das ist Ihre Wertung, das höre ich mir an. Das ist überhaupt keine Wertung, das ist einfach eine Beschreibung. Und eigentlich müsste dieses Sendeformat Ihnen schon paradox erscheinen. Wozu treffen wir uns hier eigentlich? Wieso kommen wir eigentlich zusammen? Wieso sind Sie nicht alle zu Hause an Ihren Bildschirmen und wir sitzen an irgendeinem Ding da und es wird ja gestreamt. Ihr hättet doch alle zu Hause bleiben können. Ja, warum seid ihr überhaupt hier? Okay, ich frage mal kurz, warum ihr hier seid. Das fragen wir jetzt mal. Wo ist unser Mikrofon? Das ist eigentlich überflüssig. Warum seid ihr hergekommen? Warum bist du zum Beispiel hergekommen und guckst uns nicht zu Hause vom Computer an? Weil der Stream nicht bekannt gegeben war. Ah. Oh, das hier ist natürlich peinlich. Wusste jemand von dem Stream und hat sich trotzdem entschieden, herzukommen? Keiner. Alle haben gedacht, es gibt nur diese eine Möglichkeit. Du wusstest das? Warum bist du trotzdem hingekommen? Gut, der Sitzsack ist bequem, auf dem du sitzt. Es gibt kostenfrei was zu trinken. Aber warum trotzdem hierhin? Weil tatsächlich die persönliche Auseinandersetzung natürlich eine andere Qualität bringt. Natürlich hätte ich mir das zu Hause angucken können, aber dann wäre irgendwie Facebook aufgepoppt und Skype wäre aufgepoppt und dann hätte ich mir noch was zu essen gemacht und dann hätte ich nur die Hälfte mitgekriegt. Also, und zum anderen natürlich Netzwerkbildung. Also du legst darauf an, gleich nachher noch mit allen zu sprechen. Also Sie sind offenbar alle für diesen analogen Schmuddelkram. Sie sind offenbar alle für diesen analogen Schmuddelkram, wo man sich noch begegnet, einander spürt, wo womöglich noch Leidenschaft und Funken überspringen. So altmodisch sind Sie. Ich bin einigermaßen baff. Aber Glückwunsch. Sehr schön. Ich freue mich über Romantik, Leidenschaft und Funken, die nachher sprühen werden. Aber Herr Olberts, kommen wir nochmal darauf zurück. Genau. Ich bin ja wahrscheinlich der Älteste hier in der Runde. Ich lehne mich da jetzt nicht aus dem Fenster, das weiß ich. Und überblicke schon etwas andere Hypes, die wir alle schon absolviert haben, die als große Revolutionen gestartet sind, dann aber geendet sind als eine zwar willkommene Modernisierung. Aus allen diesen Debatten geht ein Impuls hervor, klar, und es geht voran. Und das Handwerkszeug wird modernisiert. Sie haben von Lernunterstützung gesprochen, was ich völlig richtig finde. Ich bin der Letzte, der den neuen digitalen Medien irgendwie abwehrend gegenübersteht. Aber ich sage, lasst uns Maß halten und gucken, was wird wirklich bleiben. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern an diesen Tamagotchi-Hype. Wir sind noch diese kleinen Spielzeuge, meine Kinder hatten das alle, wo angeblich gesagt wurde, da würden völlig neue Beziehungsqualitäten jetzt anhand dieses technischen kleinen Gerätes aufgebaut, wo man plötzlich Verantwortung einüben würde, weil das Hunger durch ein Piepton signalisiert hat und durch bei einem Mangel an Zuwendung sich abgeschaltet hat und all so ein Kram. Ne? Kritiker haben gleich die Welt untergehen sehen und ich weiß noch, auch in Rundfunkforen habe ich damals gesagt, gemach, wartet mal ab, was daraus wird. Das wird sich. Mikro muss kurz gerichtet werden. Das wird sich so schnell wieder verabschieden, wie es gekommen ist. Und gerade die Gradienten, die Sie genannt haben, da wir uns schon 20 Minuten kennen, haben wir uns das Sie angeboten. Diese maßlosen Gradienten, die wir da haben, genau die machen mich doch stutzig. Sie meinen maßlose Gradienten, diese steigenden Teilnehmerzahlen, das meinen Sie? Das wird den gleichen Absturz zeitigen. In den 60er Jahren hatten wir das programmierte Lehren und Lernen. Da hieß es in den dünn besiedelten Gegenden Nordamerikas, es würde die Schulen völlig überflüssig machen und die Lehrerinnen und Lehrer. Da wurden Materialien noch gedruckt, übrigens versandt. Und man hat gedacht, Lehr-Lernprozesse lassen sich auch ohne beteiligte Menschen organisieren und zwar effektiv und gut. So heißen die Leute, bekamen das nach Hause geschickt oder was war das? Ja, genau. Okay. Daraus ist später Distance Learning geworden, Blended Learning und viele andere Formen, die sich zwar alle ihr Segment gesucht haben, aber nie zu einer wirklichen Revolution dessen geführt haben, was Sie gesagt haben. Deswegen habe ich das Wort Beziehung geschrieben. Lehr-Lern-Prozesse sind Prozesse, die zwischen Lehrenden und Lernenden im Beisein beider von Antlitz zu Antlitz ausgetragen werden. Und das kriegen Sie zwar unterstützt und begleitet, auch effektiver gemacht durch die Medien. Deswegen nutze ich die auch, sogar in einem durchaus expansiven Sinn. Aber ich würde sie nie als Ersatz
für echte Lehr-Lern-Prozesse, wo man von Erfahrungen, von Empathie profitiert, wo Konflikte ausgetragen werden, Diskurse. Das ist zwar in dialogischen Verfahren im Austausch sozusagen Schritt für Schritt möglich, in jedem guten Blog, wo ich sozusagen meinen Senf auch dazugebe. Und das finde ich auch richtig, mache ich auch. Aber das originäre Lehren und Lernen wird dadurch meiner Ansicht nach nicht revolutioniert, Herr sondern Albert, höchstens angereichert. Sie würden als Präsident der Humboldt-Uni also nie Ihre Dozenten, Ihre Professoren, Ihre Lehrenden dazu auffordern, sich an MOOCs zu beteiligen? Doch, also ich bin ja kein Ideologe. Ich würde sagen, dort, wo das funktioniert und das wird in kleinen, übersichtlichen Segmenten thematisch gebunden, absolut funktionieren. Ich bin auch dafür, dass ein guter Lehrender seine Vorlesungsskripte oder seine Präsentationen ins Netz stellt. Ich bin auch dafür, dass er mit den Studierenden über die Formen, die das Internet bereithält, kommuniziert. Ich bin nur der Meinung, dass dies das originäre menschliche und damit auch zwischenmenschliche Geschehen, das Lehr-Lern-Prozesse überhaupt erst möglich macht, austauschen würde oder überflüssig machen würde. Daran glaube ich nicht. Also Sie glauben nicht. Das ist eine nützliche Ergänzung, aber es ist nicht ein Selbstzweck. Sie glauben nicht an die Revolution, die Markus ausgerufen hat. Ich habe schon so viele Revolutionen erlebt. Und das sind gerade die, die so wie ein Hype starten. Also ihr merkt es, Konstanze und Markus, ihr müsst euch jetzt ein bisschen mehr anstrengen, um für die MOOCs mal hier in die Bresche zu springen. Konstanze, möchtest du anfangen? Ich wollte vorher noch Begriffe klären. Reden wir von Digitalisierung und MOOC oder reden wir von Medialisierung, also technischer Codierung von Medien, was Herr Olberts ja angesprochen hat. Niemand spricht dagegen, dass wir Videos einsetzen. Als Kunstpädagoge habe ich immer natürlich Bild projiziert, also entweder als Dia-Projektor oder jetzt halt digital oder sonst irgendwas. Da müssen wir klären. Natürlich werden Lehrinhalte auch technisch codiert und zur Verfügung gestellt und heute auch übers Internet, also bei uns über eine Lehrplattform, mit der man sinnvoll arbeiten kann, mit der man auch sinnfrei arbeiten kann. Die Frage ist immer, steht am Anfang die didaktische Frage, wie setze ich Medien ein? Oder, da steigen mir natürlich die Nackenhaare, dass sie dann sagen, wir hatten bisher so 100.000, jetzt haben wir 200.000 Studierende oder so und das Ziel ist dann noch mehr zu kriegen und möglichst viel zu digitalisieren. Das heißt, das sind dann quantitative Argumente, die an dem Prinzip Hochschule und Schule komplett vorbeigehen. An der Stelle kriegen wir sicherlich keinen Konsens bei der Frage, dass man Dinge medialisieren kann und heute halt auch digitalisieren kann. Ich habe schon die Richtigen auf der linken Seite zusammengesetzt und die anderen beiden extra hier zu meiner Rechten. Konstanze, was kannst du da erwidern? Du machst ja mit bei so einem MOOC. Naja, was heißt jetzt nicht wirklich erwidern, aber ich glaube, das ist wirklich was. Also man darf dir ja keinen Vorwurf machen, dass du jetzt wirklich... Den Markus. Markus, also dass er jetzt wirklich von der Geschäftsseite kommt und denkt, also auch, wie man Adversity vorantreiben kann, Geld verdienen kann oder so. Und dass wir, also die in der Lehre stehen, natürlich eher vom inhaltlichen Aspekt schauen. Also ich bin total der Meinung... Und ich glaube, da gibt mir jeder recht hier, dass es wirklich darauf ankommt, was man vermitteln will. Und dafür muss man das passende Format suchen. Und vielleicht mit das einer passende Einschränkung. Und ich muss jetzt einfach mal unterbrechen, wenn Sie das, oder wenn du, also wie auch immer, wenn Sie das als Didaktikerin sagen, gar kein Thema. Aber Sie sitzen jetzt explizit als Firmenvertreter von Markus ist für Iversity.org. Genau. Iversity will Geld verdienen, muss sich tragen als Unternehmen. Ich meine, ich hatte lange eine eigene Agentur. Da muss ich wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, das sind die Fragestellungen ganz andere. Dann heißt es aber auch, dass das Lehrmaterial anders aufbereitet wird, dass die Lehrveranstaltungen anders aufbereitet werden. Das Ganze, was ursprünglich, also es hängt zum Beispiel auch, dass vermittelt werden kann, nur was sich dann im digitalen Format abbilden lässt. Das heißt, es sind Eingriffe in die Curricula und. Aber Ralf, hast du dir mal angeschaut, eins von diesen MOOCs, klar, die bei Iversity sind? Also jetzt Iversity nicht, sondern Udacity. Herr Olberts auch, wie gefällt Ihnen euch das denn? Also ich meine, ja, es ist doch durchaus nicht schlecht. Ich finde einige sehr gut gemacht. Ich würde auch gar nicht einfach so pauschal dagegen polemisieren. Ich polemisiere gegen den Gedanken der Revolution, dass sozusagen ursprüngliches und authentisches Lehr-Lern-Geschehen als Beziehung damit überflüssig werden würde. Nur dagegen richtet sich meine Polemik. Ich bin total offen und dafür nun auch doch wieder jung genug, das mit großem Interesse zu verfolgen und zu sagen, Leute, lasst uns das dort, wo es sinnvoll ist, nutzen, aber lasst es uns nicht als Ersatz originären Lehr-Lern-Geschehens zwischen lebenden Menschen nehmen, sondern als willkommene Ergänzung, Effektivierung, auch also was Mediatisierung von Ihnen genannt wird. Ne? Okay. Wir können viel effektiver mit Wissensspeichern arbeiten, wir können intelligente Recherchekriterien an Datenbanken anlegen, wir können Verknüpfungen und Korrelationen bemerken. All das ist total hilfreich. Ich glaube nur nicht. Markus, kannst du denn mit Ergänzung leben? Entschuldigung, ich glaube nur nicht, dass die Universität sich vom Grundsatz her
als soziale Veranstaltung zwischen Menschen unterschiedlicher Erfahrung und unterschiedlichen Wissens, dass eine solche Universität sich damit überflüssig macht, halte ich für komplett ausgeschlossen. Und historisch ist es auch nirgends belegt, dass diese Hypes jemals wirklich dieses Grundverständnis und diese Grundbeziehung aus den Angeln gehoben hätten. Beziehung ist auch Ihr Stichwort gewesen, das, ne? Dass Sie auf den Zettel geschrieben haben. Ja, ja, überhaupt nicht. Also, Konstanze. Das ist es, aber was mich jetzt gerade so ein bisschen stört, ist eigentlich, dass man könnte zwischen den Zeilen lesen, dass wenn wir online sind, kriegen wir keine sozialen Kontakte mehr oder diese sozialen Kontakte sind total oberflächlich. Klar, die sind anders in gewisser Weise, aber ich meine... Sie sehen einander nicht, sie gucken sich nicht in die Augen, sie können nicht... Ja, aber was passiert? Ist das ja, ich finde das schlecht, ich habe es total schwer schon beim Telefonieren. Aber das ist eine Wertung schon, doch schon, jetzt wieder, ja, natürlich. Oder? Na, was heißt eine Wertung? Ich beschreibe nur, wenn ich zum Beispiel telefoniere, habe ich immer Schwierigkeiten, vor allem wenn ich telefonisch eine etwas schwierige Sache besprechen muss. Da fehlt mir das Gesicht, da fehlt mir die Empathie, da fehlt mir der Impuls, da fehlt mir der Blick und vieles andere mehr. Sie wissen, wenn Sie Krisen... auch Liebeskrisen, übrigens telefonisch klären wollen, werden sie fast immer scheitern. Denn lieber gleich SMS, das ist die totale Reduzierung. Game over und neu anfangen. Ja, aber letztendlich, also ich bin total überrascht, was sozusagen jetzt in der kurzen Zeit bei uns in dem Storytelling-MOOC passiert ist. Weil, also ich hätte nicht damit... Der Zuspruch, der überrascht dich. Gar nicht um Zuspruch, sondern um die... Also es sind... nicht so viele, die da jetzt wirklich aktiv volle Kanne buttern, aber da gibt's natürlich echt viele, die alles geben und richtig aktiv drin sind. Ich hätte nicht erwartet, dass die Qualität der Antworten und der Diskussion so hoch ist. Ehrlich nicht. Also ich habe wirklich auch bei den MOOCs, bei den MOOC, den wir haben. Bei uns, Herr Olwitz, ist die Qualität hervorragend. Sie steigern sie auch noch in einem gewissen Maße. Das muss man ihnen lassen. Mir fängt es an, Spaß zu machen. Also da war ich wirklich baff und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, ob man halt diese X-MOOCs oder C-MOOCs, also wie weit man sozusagen letztendlich die Beteiligung führt. Also ob es eher um das Verbinden der Teilnehmer ja, oder geht Fakten, oder eher um Faktenvermittlung. Faktenvermittlung. Ja. Was halt auch total spannend ist, ist wirklich, dass sich Gruppen gebildet haben, die rausgegangen sind, also die Facebook-Gruppen, die sich für Berlin gebildet haben, die sich für irgendwelche anderen Städten, Lerngruppen, also unabhängig von unserem Zutun, ja, die sich auch in Berlin dann treffen wollen. Das kann ich natürlich nicht nachprüfen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde von vornherein, es wird das überhaupt nicht ersetzen, dass ich meine Studierenden wirklich präsent sehe und mit denen agiere, weil es einfach ein anderer Inhalt ist, mit dem ich dann erarbeiten kann. Aber zu sagen, dass eben digital überhaupt keine Formen bestehen, dass man sich trifft oder sozialisiert und da auch auf ein inhaltliches Niveau kommt, das... Sie sozialisieren sich anders. Und ich meine, dafür gibt es die Untersuchung. Das, was Sie gerade eben beschrieben haben, da gibt es eine Meta-Untersuchung von John Hattie über die Art und Weise, wie man mit Computern im Unterricht arbeitet. Das Resultat ist, kommt mir jetzt natürlich entgegen, sie schaden nicht. Sie nutzen auch nicht Computer. Bei Computern ist immer die Frage, wie ich es im Unterricht einsetze. Und genau das Gleiche erzählen Sie ja auch. Natürlich kann man mit dieser Form von Angeboten bestimmte Menschen erreichen, wenn, wobei andersrum formuliert, wenn dann immer noch der soziale Kontakt dabei ist. Ja. Natürlich können sich Gruppen bilden, aber das, was Sie am Anfang gesagt haben, heißt nur, dass die Form des Unterrichts, auch der medialen Aufbereitung, mitentscheidend ist dafür, was sich dann entwickelt. Das kann ich im Klassenverband machen, da kann ich auch Gruppenarbeiten bilden und. Das heißt, Sie spiegeln die Dinge, die funktionieren und gucken, was im Netz dann auch funktioniert und dass sich dann Gruppen bilden, kann ja alles passieren. Natürlich gibt es viele junge Menschen, die über digitale Medien kommunizieren oder ihre Form der Kommunikation dann ausleben oder so. Wir wissen aber auch, das ist eine andere Form der Kommunikation ist. Und da sage ich dann, wenn Sie überlegen, das Internet ist gerade mal 20 Jahre. Wir haben zumindest die pädagogische Erfahrung, ist 2.500 Jahre alt und die letzten 200 Jahre sehr intensiv mit allen möglichen Formen. Da etablieren sich tatsächlich immer wieder die Dinge, die dann über die Hattie-Studie auch empirisch herauskommen, dass es letztendlich ein sozialer Kontakt ist. Und da könnte ich jetzt mit dem Zitat kommen, was hinter Ihnen liegt. Ach, nee, Sie dürfen ja drüber raten, wer das geschrieben hat. Und das schreibt ein Kollege, der Glaube, dass Bildung durch ein Computerprogramm ersetzt werden kann, ist ein Mythos. Der menschliche Kontakt und das Mentoring machen den entscheidenden Unterschied bei den Lernergebnissen aus. Sie dürfen raten, wer das geschrieben hat. Der kommt aus Ihrer Fraktion. Aus meiner? Nein, aus seiner. Herr Rieke. Wahrscheinlich Sebastian Thrun. Ja. Ja, klar. Ich finde, jetzt hat aber auch mal Markus Rieke wieder ein bisschen Redezeit hier. Ich finde, du bist verdächtig still. Nein, ich höre das mit Interesse und mir fallen ein paar Sachen ein. Also erstens mal habe ich nicht gesagt,
dass MOOCs oder das, was da passiert, die Universität oder universitäre Lehre ersetzen. Das habe ich nicht gesagt. Eine Revolution ersetzt schon. Verändert vieles. Verändert und wälzt um, und da bleibe ich auch bei. Das Zweite ist, ich kann das nur nochmal wiederholen, es ist schon eine starke Wertung zu behaupten, dass das, was an Kommunikation online stattfindet, an Austausch oder an Beziehung, so stark minderwertig ist. Das mag für Sie so sein, das muss für die Betroffenen, die das schätzen, nicht unbedingt so sein. Persönlich mag ich Ihnen ja sogar zustimmen. Ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander. Sie haben ja jetzt beide unisono recht vehement und auch ein bisschen provokativ argumentiert. Jetzt möchte ich Ihnen sowas mal zurückspielen. Ja, los. Es gab eine Zeit, da war ich noch bei Bertelsmann. Ich benutze die Amazon-Analogie. Und was haben wir unseren Buchhandelspartnern, was haben wir uns in den Mund fusselig geredet, um ihnen klarzumachen, Leute, das mit dem Online-Buchverkaufen, das solltet ihr ernst nehmen. Nein, um Gottes Willen. Das also vielleicht so ein paar junge Leute und also die persönliche Beratung, das ist nicht zu ersetzen. Das erinnert mich ein bisschen daran, was Sie sagen. Ich will das gar nicht geringschätzen. Ich bin völlig bei Ihnen. Ich habe auch zwei kleine Jungs und ich möchte auch nicht, dass die alles online lernen. Und ich glaube auch nicht, dass MOOCs auch in 10 Jahren all das, was Universität macht und was in der Präsenzlehre passiert, vollständig ersetzen. Sie werden aber einiges verändern. Sie können sogar dazu führen, ganz kurz, Sie können aber dazu führen, stellen Sie sich mal Folgendes vor. Wir haben heute, um nur mal bei Deutschland zu bleiben, ich weiß nicht, wie viele Präsenzlehrerveranstaltungen, Pflichtveranstaltungen, die heißen Einführung in die Statistik für BWL. Da sitzen dann im Audimax, weiß ich nicht, 500, 600, 700 Leute, die Hälfte von denen sitzt auf dem Gang. Das ist gute Beziehung? Das ist doch keine sinnvolle Lehre. Das gerade in der reinen Wissensvermittlung zum Beispiel hat MOOCs zum Beispiel meines Erachtens einen ersten ganz eindeutigen, weil es was passieren könnte wäre, wenn diese häufig ja auch bei den Lehrenden und Professoren sehr, sehr unbeliebten Pflichtveranstaltungen, wenn die, darf ich mal kurz aussprechen, wenn diese Pflichtveranstaltungen nicht mehr in der Präsenz stattfinden müssten, müssten die Jungs nicht auf dem Gang sitzen und die Mädels. Sie würden den Professor nicht vielleicht nur akustisch verstehen, sondern inhaltlich verstehen. Und der Professor wäre vielleicht befreit für das, was Sie, glaube ich, meinen, nämlich qualitativere, kleinere Seminare, weil die ungewollte Vorlesung muss er nicht mehr abhalten. Also nur mal so einen Use Case. Also könnten Sie diese Argumentation bitte der Senatsverwaltung von Berlin gegenüber geheim halten? Denn ich sage Ihnen, was als nächstes passiert. Wenn ich beklage, dass wir so schlecht ausgestattet sind, dass bei uns die Flure voll sind von Studierenden und Seminare mit 300 Studenten gemacht werden, dann wird er sagen, MOOCs? Ja, und dann habe ich aber das Pflicht. Also 10%. Ja, und dann habe ich das Problem gelöst, aber nicht wirklich gelöst. Dann kann ich nämlich Hochschulbildung wesentlich billiger machen, indem ich einfach nur noch diesen Kanal. Also ganz große Vorsicht. Vielleicht könnte mir mal einer noch ein Glas Wein anbieten. Ja, da würde ich mich anschauen. Ein Glas Rotwein für den Präsidenten, bitte. Analog, bitte nicht digital. Ich möchte es wirklich gern haben. Hier vorne für den Herrn Rieke bitte auch noch. Ich hole das mal. Ich kann ja weiterreden, wenn ich dabei bin. Vielleicht darf ich Sie gerade... Aber mal ganz kurz. Sie haben also Angst quasi, dass MOOCs, wenn man einmal damit anfängt, nicht nur eine Einführungsvorlesung wie Statistik für Einsteiger ersetzen, sondern nach und nach die gesamten Seminare? Die Angst habe ich nicht, weil ich glaube, es wird am Ende nicht funktionieren, außer als hilfreiches Ergänzungsmittel. Das will ich nochmal ausdrücklich sagen. Wir sind wirklich nicht so weit auseinander, wie wir scheinen. Nur die Versuchung zur Ökonomisierung, die ist riesengroß, denn Sie können unglaublich ökonomisch damit arbeiten. Aber ich glaube nicht mehr, dass Sie wirklich qualitätsvoll arbeiten können. Und die Qualität erwächst am Ende, ganz vielen Dank, ich bin ganz froh, dass das wirklich Wein ist, die Qualität erwächst am Ende tatsächlich aus der Beziehung. Sie können empathiefrei nicht lernen und Sie kriegen das auch nicht durch einen Austausch über Textzeichen. Ja gut, das haben wir hinreichend klar gemacht, Herr Olbert. Entschuldigung, dass ich Sie mal unterbreche. Aber wenn Sie eine Beziehung zu einem Computer aufbauen, dann haben Sie irgendwann ein Problem. Ja. Gut, ich glaube auch nicht, dass Herr Rieke bestreitet. Er sagt ja inzwischen auch, er sagt zwar noch Revolution, aber er meinte, das hat er ja klargestellt von Anfang an nicht, dass die MOOCs und was mit ihnen noch passieren wird, die Universitäten mal ersetzen. Vielleicht können wir aber mal ganz kurz, bevor die Kritik folgt, gleich. Ich habe noch zwei Sachen dazu. Der Markus hat so lange nichts sagen dürfen. Du hast ja einen Zettel und kannst sortieren. Es gibt zwei Hypothesen, die nicht von mir sind, sondern von Tom Friedman. Das ist ein Pulitzer Prize winning Kolumnist der New York Times, der dieses Phänomen Amerika sehr stark beschrieben hat. Auch ein Buch geschrieben, das vielleicht einige von euch gelesen haben. Die Welt ist flach. The Earth is flat. Der hat gesagt, es könnte sein, dass MOOCs der Anfang vom Ende der reinen Wissensvermittlung sind, weil Wissensvermittlung häufig ja sehr stark redundant ist, die identische Veranstaltung in sehr unterschiedlichen Qualitätsleveln an Dutzenden, Hunderten von Universitäten eigentlich repliziert wird. Das hat er gesagt. Sicherlich eine sehr, sehr geht auf meine vorigen Punkte ein, sehr, sehr problematische oder vermeintlich problematische
Hypothese für viele Hochschulen, die meinen, sie müssten auch ihren Statistikkurs anbieten, obwohl sie in Statistik nicht gut sind. Ja, und die Studierenden unzufrieden. Und die zweite Hypothese, die er in den Raum gestellt hat, die noch provokanter ist, es kann auch sein, dass MOOCs eine Gefahr bedeuten für die Institutionen, die sich dem Trend verweigern, weil sie damit ihren Lehrenden die Chance geben, online zu lehren. Das ist Totalverweigerung, ja. Haben Sie völlig recht, ja. Würde ich auch nie machen. Ja. Aber weil, Sie haben gerade gesagt, Sie haben Angst, wenn Sie an der HU einmal damit ein bisschen anfangen, hätten Sie die Sorge zumindest, dass sich das zu stark ausbreitet. Ja, nein, diese Sorge habe ich unter wirtschaftlicher Perspektive. Wenn Sie sozusagen am Ende auf hocheffektive Weise mit relativ wenig Aufwand 70.000 Leute versorgen können, ohne dass Sie noch wirklich eine Diskurskultur, eine Kultur des Widerspruchs, des allmählichen und kontemplativen Entwickelns von Rede und Gegenrede, all das, was Universität ausmacht. Und ich gebe zu, was schon empfindlich gestört ist durch die Unterfinanzierung und durch die Organisationsform. Ja. Nur das jetzt zu ersetzen durch MOOCs, da habe ich einfach Bedenken. Nochmal, damit ich nicht missverstehe, ich bin weder Kulturpessimist noch jemand, der gegen Modernisierung sich stemmt. Ich möchte nur, dass wir Maß halten, dass wir also nicht Hoffnungen an diese neue Medien knüpfen, die sie nie erfüllen können. Sie werden eine große Sehnsucht, die die junge Generation völlig zu Recht hat, nämlich mit Empathie und Leidenschaft eine Sache erörtern und abwägen. Diese Sehnsucht wird darüber nicht ersetzt werden können. Obwohl es eine gute Ergänzung ist, um einfach effektiv zu arbeiten. Wenn wir uns darauf verständigen, wäre ich der Letzte, der das verneint. Nur ich werde nicht Vorteile. Die ganze Universität nach diesem Prinzip umbauen, dann ist es keine Universität. Und es ist vor allem kein Ort der Bildung mehr. Darf ich vielleicht noch ein bisschen schärfer formulieren? Weil, also das ist mir einfach auch zu weich gespielt, ohne jetzt persönlich nahe zu treten wollen. Aber ich meine, bei Ihnen kommt jetzt wirklich exemplarisch Bertelsmann. Das heißt, Sie haben jetzt betriebswirtschaftliche Denkweisen im Hintergrund. Er ist Unternehmer. Er ist Unternehmer, genau. Das heißt, ich kann dann 70.000 Studierende effizient und kostengünstig abwickeln mit meinem Unterricht. Aber Sie haben nicht realisiert, dass wenn ich dann 70.000 oder 700.000 Studierende mit einem MOOC abdecke, dass die Lehre normiert ist. Die Universitäten und Hochschulen verlieren ihre Identität, weil jede Hochschule hat ihre eigene Identität, eigene Fächer durch die Kollegen, weil es immer ein persönlicher Prozess ist. Das heißt, sie sparen Kosten, normieren aber die Lernprozesse, normieren die Universitäten und nehmen all das oder zerstören all das, was wir Lernkultur, akademische Kultur nennen. Das zum Beispiel ein BWL-Kurs in München, was anderes ist als in Augsburg. Natürlich sind das Ressourcen. Aber die MOOCs sind doch auch unterschiedlich. Die sind doch nicht alle gleich. Ich verstehe es. Aufgrund der Tatsache. Ein bisschen wirklich, schon, Herr Olbers. Ja, wirklich. Ein bisschen schon. Es ist auch. Ich muss sagen, wir reden so ein bisschen, also die sind wirklich vollständig aneinander vorbei. MOOCs sind immer anders. Weil jeder MOOC ist anders. Obliegt doch der Uni Mannheim, wenn die ihren BWL-Kurs anbieten. Sie haben eine Kollegin, die sagt, wir brauchen drei BWL-Kurse. Hilfreich wäre es, wenn ich ausreden dürfte. Für die ganze Gestehe ich Ihnen auch zu. Es obliegt doch Konstanze, ihren Storytelling-MOOC anders zu machen, als was weiß ich, wenn ich jetzt Professor der Fachhochschule Schieß mich tot wäre. Ich verstehe gar nicht, wieso das die Vielfalt eindeutet. Im Gegenteil, das Internet ist der größte Produzierer des Longtail, den man sich vorstellen kann. Also mehr Vielfalt als im Internet kann es doch gar nicht geben. Ich verstehe wirklich die Logik nicht. Ich verstehe, dass Sie davor Angst haben. Ich habe keine Angst davor. Und ich verstehe, dass Sie die Konsequenzen. Naja, also Sie sind ja schon relativ vehement in Ihrer... Wir sind einfach leidenschaftlich, aber wir sind ganz bestimmt nicht verängstigt und von Ihnen wirklich nicht. Nein, also ganz ehrlich mal, bei allem Leute, Respekt. Hier ist Frieden. Müssen wir andere Dinge auffahren, damit ich hier anfange zu zittern? Ja. Mir geht es darum, wenn man anfängt, effizient zu denken, sagt, wenn ich 70.000 Studierende mit einem MOOC abdecken kann, allgemeine Einführung in die allgemeine BWL, und dann sagt, sind die üblichen Argumente, Sie haben den besten Lehrer, also der beste deutsche BWLer hält den Einführungskurs, das können alle deutschen Studierenden machen. Das heißt aber auch, dass alle das Gleiche lernen. Da sind wir auf dem gleichen Stand wie vorher, die Lehrbücher, nur digital. Und mit der Kontrollmöglichkeit durch die digitalen Techniken. Der erste Punkt ist, ich will gar nicht, dass an jeder Universität das Gleiche gelehrt wird. Ich hätte gern die Vielfalt. Ich möchte auch, dass ich mir auch als Studierender, als junger Mensch die Universitäten aussuchen kann, auch die Lehrkörper, weil sonst könnten wir keine Diskussion mehr führen, wenn wir zu dem MOOC den gleichen Position hätten, weil wir es über MOOC gelernt hätten, könnten wir nicht diskutieren. Das heißt, ich möchte Vielfalt. Und das steckt natürlich auch bei den MOOC hinten dran, dass die Lehrinhalte, dass die Lehrformen normiert werden, weil sich nur bestimmte Dinge in den MOOC auch eignen. Im Moment wird ja experimentiert mit X-MOOC und weiß der Teufel, wie die alle heißen oder so. Das heißt, auch da wird diese Methodenvielfalt, die der einzelne Dozent noch hat, reduziert auf das, was sich optimal medial abspielen lässt. Ach so, Sie meinen, es wird reduziert durch die, ja, durch den Zuspruch von den dummen Usern? Nein, es ist die ganzen Dummen, die erkennen... Ich verstehe es wirklich. Ich verstehe nicht, was normiert. Hallo, also ich darf immer noch am häufigsten reden, wenn ich will. Wieso eigentlich? Ich werde dafür
bezahlt. Und wir machen es freiwillig. Genau. Ich glaube, was Ralf meint, ist, dass er sagt, dass er das nicht so sieht wie du. Er sieht nicht, dass eine Art, ein MOOC zu machen, ein Video, so viele Arten des methodischen Lernens beinhaltet, wie vielleicht dies persönlich. Also er glaubt, dass ein Video einfach ein bisschen reduzierter ist in der Art und Weise, wie man Wissen vermitteln kann. Das denkt er, dass es reduzierter ist. Das muss es auch sein, ganz klar. Aber mit komplexitätsreduzierten Vorlesungsreihen, wenn nichts anderes mehr dazutritt, können Sie diese Vielfalt der Zugriffe, der Meinungen, auch die Kunst der Relativierung, der Kultivierung von Zweifel und vieles andere mehr, was ein dialogisches, ein echtes, also authentisches, zwischen Menschen stattfindendes Lerngeschehen, das kriegen Sie nicht mehr hin. Und das ist jetzt nicht irgendein Kulturpessimismus, sondern Sie müssen Komplexität reduzieren durch den Koordinatenrahmen des Mediums. Das geht gar nicht anders. Während wir in unserem Auftritt, das merken wir auch in unserer Diskussion, relativ unreduziert agieren können. Mit tausend Nuancen und Nebenkriegsschauplätzen, die Sie digital wegfiltern müssen. Das ist wie wenn Sie eine CD hören, wo die Frequenzen, die angeblich unser Ohr nicht mehr hören kann, wegnehmen. Eigentlich dürften wir die nicht vermissen, weil wir sie gar nicht hören können. In der Plastizität des Gesamtklangerlebnisses fehlt es. Und deswegen gibt es so viele Freaks, die immer noch auf die gute alte Schallplatte setzen. Jetzt muss ich aber mal ganz provokativ fragen, warum es denn eigentlich so toll ist, wenn Lernen sehr kompliziert und anstrengend ist. Warum ist es nicht schön, dass man auch etwas lernen kann, das ein wenig reduziert wird? Dann verstehen es vielleicht viel mehr Menschen viel schneller. Was ist daran schlecht? Je simpler, desto besser. Das also wenn man Lernen nur noch auf das reduziert, was alle Menschen lernen können, dann gehen wir doch deutlich mit unserem Wissensbestand zurück. Aber ist es nicht schön, je mehr Menschen etwas lernen können, anstatt Moment, dass reden, wenige viel ja, etwas lernen wir reden können? Ja, ich rede darf ich mal kurz sagen, lernen, wie viele Menschen man mit einem MOOC erreichen kann, die vielleicht wie, ich ergreife gerade Partei für dich mal, ne? Weil du sagst ja nichts mehr. Markus sagt nichts mehr, sag ich mal ein Gegenargument. Die ganzen Menschen, die man erreichen kann, wie er gesagt hat, die vielleicht durch Grund von Finanzen Menschen, nicht an Universitäten können. Auf einmal haben die Zugang zu freier Bildung. Ist doch toll. Es ist doch, Entschuldigung, Das ist wirklich dummes Zeug. Ach, also jetzt, ja, natürlich. Warum ist das dummes Zeug? Ich saß im Juni mit dem Kollegen Lovischach, das ist ein Mathematiker, der deutsche MOOC-Papst. Er macht sehr gute Angebote, er stellt auch seine Mathematikvorlesung ins Netz. Schau dir die Vorlesung im Netz an, auch dann die höhere Mathematik. Du wirst nicht mehr folgen können, wenn du keine Grundlagen Mathematik hast. Das ist völlig. Aber Grundlagen der Mathematik gibt es ja auch als MOOC. Das ist Universitätsmathematik, auch die Einführungsveranstaltung. Aber erstens sagt auch Lovischach natürlich, dass er das benutzt im Vorfeld. Danach hat er sein Seminar und führt das Ganze durch. Aber es ist ihm völlig klar, dass das auch 10 oder 100.000 Menschen gucken können, seine MOOCs. Und von denen werden trotzdem nur die 50 das Ganze nachvollziehen können, die dann in der Vorlesung sind, die entweder mathematisch vorgebildet sind, die Seminare besuchen, die dann Mentoren haben, die Lerngruppen haben und, und. Das heißt, es ist völlig egal, wie viele Menschen diese MOOCs sehen. Diejenigen, die tatsächlich den Nutzen davon haben, etwas zu lernen, bleiben die, die entweder vorher schon die Vorkenntnisse haben, eingebunden sind in Lerngruppen, um das zu lernen oder andere Möglichkeiten. Ansonsten das sagst du jetzt so. Das ist schlicht falsch. 3% der Leute schließen ihren MOOC ab. Im falsch. Moment. Momentan. Zwischen 7 und 10, je nach Kurs, je nach Plattform. Also Gegenbeispiel, der allererste Kurs, der ja wirklich noch ein totaler Modellversuch war von Sebastian Truhn, den Sie vorher erwähnten, Introduction to Artificial Intelligence, hatte 160.000 Studierende, 23.000 Absolventen, unter den Top 400 war kein einziger Stanford-Absolvent. Nicht einer. Ja. Nicht einer. Das heißt, die Top 400 in diesem Kurs, was ja nun wirklich kein 1+1=2 Kurs war, waren alles Leute, die mit Stanford nichts zu tun hatten. Du hast den Kurs eben so schon genuschelt. Was war das für ein Kurs? Das war der Kurs Introduction to, also Einführung in die Künstliche Intelligenz. Okay. Das war eine Standard-Semesterveranstaltung von diesem Professor Sebastian Truhn in Stanford. Dann musst du aber die Information vollständig geben, dass von diesen 400 fast alles Pakistani und Inder waren, die das über online gemacht haben und jetzt dann nur die 1.000 oder 1.200 Dollar für die Prüfung bezahlt haben und keine 30.000 Dollar für das Semester in Stanford. Sie haben gar nichts dafür gezahlt. Das war völlig kostenpflichtig. Die Prüfung ist kostenpflichtig. Nein, die Prüfung des ersten Kurses war nicht kostenpflichtig. Des allerersten Kurses? Vom allerersten Kurs. Okay, da kann ich nicht mitreden, kann ich drüber streiten. Ja. Also du glaubst nicht, dass das auch Menschen erreichen. Man muss MOOCs ja nicht auf einem hohen mathematischen Niveau machen. Man muss MOOCs ja nicht unbedingt nur an Universitäten anbilden. Man kann doch auch etwas niedriger ansetzen, oder? Ist es nicht in was ist die Intention? Ich meine, was ist die Intention? Möglichst viele Sachen ins Netz zu verlagern. Nein, möglichst vielen Menschen Zugang zur Bildung zu ermöglichen. Das ist Moment, Zugang zur Bildung. Bildung ist Zugang zum Computer. Bildung, ich meine, es gibt einen wunderschönen Artikel von Peter Bieri, wie es wäre, gebildet zu sein. Der erste Punkt ist, wir können als Lehrende nicht bilden. Bilden muss man sich selber. Mhm. Das heißt, es gibt durchaus Menschen, die
auch durch das Schauen von MOOC sich bilden können, so wie Menschen sich durch das Lesen von Büchern bilden können. Das sind aber immer Menschen, die in einem sozialen Kontext sind, die miteinander kommunizieren, die das Lernen gelernt haben und die das Lernen auch als Lust, nicht als Spaß. Mhm. Weil Spaß kann es auch machen, aber Lernen muss Lust machen, so wie auch Sport Lust machen kann. Es darf auch anstrengend sein, wenn man mal verstehen oder kapieren, dass es nicht um Spaßprinzip geht, auch in der Schule oder Universität nicht, sondern ich rede in dem Fall von Lustprinzip, weil Erkenntnis Lust machen kann und Freude und auch längerfristige Freude, nicht nur Spaß, ich lache und bin wieder weg oder so. Das müssen wir auch wieder vermitteln. Das ist natürlich protestantische Leistungsethik, ist es klar, aber das darf man auch vermitteln. Und wenn auch bei den Studierenden, wenn sie was werden wollen, wenn sie was kapieren wollen, dann sage ich, dann müsst ihr arbeiten. Ihr habt keinen USB-Anschluss, ihr müsst euch alles selbst erarbeiten. Ich bin gerne dabei und ich benutze gerne jedes Medium, das mir zur Verfügung steht. Ich kann das auch ins Netz stellen, aber es geht nur, wenn ihr mitmacht. Und dieses Mitmachen, das wissen wir auch, die Selbstlerner sind eine Gruppe zwischen 3 und 5%, die anderen muss man ein bisschen tragen, muss man ein bisschen schieben, sie brauchen den Sozialkontakt. Ich meine, das können Lerngruppen sein, das müssen nicht die Dozenten sein, das können Mentoren sein, können Tutoren sein. Wir brauchen aber den sozialen Raum. Deswegen ist also du sagst, die wenigsten sind Selbstlerner, ja. Und nur Selbstlerner können wirklich was mit MOOCs anfangen. Selbstlernen kann man alles in die Hände geben. Mhm. Und die anderen haben bei den MOOCs, ja okay, gucke ich mal, aber mehr kommt da nicht bei rum. Ja, das Gucken reicht ja nicht. Mhm. Also das ist wie Fernsehgucken. Es muss was passieren. Ich muss das einbinden in andere Kontexte. Es ist auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Also wenn ich mir vorstelle, dass das, was wir hier jetzt in dem Moment machen, wo wir ja letzten Endes mit Leidenschaft, mit Empathie uns austauschen, unterschiedliche Interessen übrigens auch verfolgen, das macht die Sache spannend. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich liege auf meiner Couch, Beine hoch und gucke mir das im Internet an. Das wäre schon sehr reduziert. Ich weiß gar nicht, ob ich es zu Ende angucken würde. Und dann mache ich das auch den ganzen Tag womöglich. Das wird eine Flüchtigkeit haben ohnegleichen, während diese Veranstaltung hier einige noch hoffentlich jedenfalls veranlassen wird, anschließend nochmal miteinander sich auszutauschen. Die Kommunikation am Computer ist fast immer einsam und individuell. Also das, was im Nachfeld nachher notwendig ist, wie nach einer geglückten Vorlesung, wird wahrscheinlich nicht stattfinden, denn dass sie sich in Lerngruppen zusammenfinden und gemeinsam Computer gucken, ehrlich gesagt, kann ich mir nicht richtig vorstellen. Soll ich mal einen passiert kleinen... Aber, passiert Markus. Aber. Ja, hin und wieder weiß nee, ich nee, schon. Nee, aber. Nein, es gibt eine andere Website, sorry, es ist wieder eine Website, die heißt Meetup und da kann man sich zu allen möglichen Kram treffen, da kann man sich lokal verabreden. Das größte Wachstum dieser Plattform haben sie seit es Coursera und Udacity gibt. Und heute Abend finden wahrscheinlich Meetups statt von in Berlin lebenden Coursera und Udacity Studierenden, die sich Coursera einfach... Coursera und was Udacity sie, sind auch... Sind amerikanische Plattformen, amerikanische Plattform. Plattformen. Die jetzt, was bestätigt, was sie sagen. Natürlich, wenn man sie... auch keiner mit. So, und jetzt wollte ich noch eine Sache sagen zu Aufwand, weil Sie haben natürlich recht, Lernen... also es entsteht so der Eindruck, Sie stellen das sehr witzig und gewinnen da, als sei MOOC so ein bisschen so wie MTV gucken. Mitnichten. Mitnichten ist es das. Es ist sogar so, dass das ernsthafte Verfolgen, wenn man bei der Stange bleiben will... sehr viel aufwendiger ist als das normale Verfolgen einer Präsenzveranstaltung. Ich habe die Zahlen jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, ich muss ein bisschen paraphrasieren, aber einer der Lehrenden bei uns, Dr. Malte Persicke von der Uni Mainz, macht einen Statistikus bei uns, der ist auch so ein, ähnlich wie Lovischach, ein bisschen so ein MOOC-Evangelist in Deutschland. Der hat erste Kontrollgruppen gebildet zwischen MOOC-Lernenden. Das ist aber keine Sekte. Das ist keine Sekte. Zwischen MOOC-Lernenden, also quasi die nicht die Präsenzlehre gemacht haben, sondern den Inhalt der Vorlesung nur über den MOOC gemacht haben und dann eine zweite Kontrollgruppe, über die Präsenzlehre gemacht haben. Man hört erstaunliche Sachen, er müsste das eigentlich vortragen und ich kann das nur so halb korrekt wiedergeben. Aber er hat mir erzählt, dass er diametral unterschiedliche Erkenntnisse gewandelt hat über Aufwand. Also erstens mal, die Präsenzlehreveranstaltung dauert 90 Minuten. Der normale MOOC, gleiche Lehrinhalt, dauert das Vierfache. Der Grund ist, wenn man alles mitmacht, was korrekt, wird. Wenn man alle Quizzes bestehen will, weil Quizzes sind zwischendurch kleine sind sozusagen Lernerfolgsprüfungen zwischendurch, ja. Die in einer Präsenzlehrerveranstaltung als Lernender kann ich gerne wegdösen, das merkt kein Mensch. Im MOOC kann ich abschalten, aber wenn ich dabei bleiben will, gibt es den Rückspulknopf und wenn ich den Quiz nicht bestanden habe, spule ich zurück. Also er hat festgestellt, die MOOC-Lernenden brauchen sehr, sehr viel Zeit in der tatsächlichen Lehrveranstaltung. Wenn es dann ans Examen geht, ist es diametral umgekehrt. Da müssen dann die Präsenzlehrerleute anfangen zu büffeln, und zwar meistens 5 Tage, und die MOOCs fast gar nicht mehr. Und jetzt der entscheidende Punkt, den er festgestellt hat, Durchschnitt der Abschlussquoten lagen die MOOC-Leute 25% besser. Sie argumentieren wieder quantitativ und nicht qualitativ. Aber es ist doch schön, wenn man auf einmal Zahlen.
Wenn man was kapiert hat anscheinend, was andere also nicht so gut der erste Punkt haben. Ist Vorlesung. Die Betonung liegt auf anscheinend, ne? Ja, also ich meine, wenn es darum geht... Aber er sollte, er sollte das selber wiedergeben. Ja. Also ich habe ihn aber jetzt nur... Aber der Punkt ist, wenn Sie eine Vorlesung halten, geht es nicht um die Vorlesung. Eine Vorlesung muss vorbereitet werden, mit Skripten muss nachbereitet werden. Also wenn man das regulär rechnet, ob die Studierenden machen, ist Sache der Studierenden. Ich will es auch nicht kontrollieren. Ich habe auch mal studiert. Von daher, aber der Punkt ist, es geht nicht nur um die Vorlesung. Der Vorlesung ist der Knackpunkt. Bei dem, was vorgetragen wird und im Gegensatz zu dem, was bei Videos machbar ist, dass nämlich ein Stream läuft, ist die eigentliche Intention der Vorlesung. Erinnern wir uns mal, warum wir alle mit Begeisterung in bestimmte Vorlesungen gegangen sind, dass wir für eine Dreiviertelstunde einem Menschen gefolgt sind, seinen Gedanken, die er dort entwickelt hat. Es gibt natürlich fürchterlich langweilige Vorlesungen, da gehen wir nicht hin, die gibt es auch im Netz. Ich meine, Sie kennen das wahrscheinlich besser, weil Sie die Analyse gemacht haben, aber es gibt auch hervorragende Vorlesungen. Ich habe überhaupt kein Problem, solche Vorträge ins Netz zu stellen und dann auch Kollegen mir dann als Videostream anzuhören, die ich selbst nicht besuchen kann. Aber ich möchte, dass junge Menschen, auch gerade weil sie so viel mit digitalen Geräten machen und so viel über digitale Geräte kommunizieren, im Bereich der Schule, im Bereich der Familie übrigens auch, aber insbesondere im Bereich der Hochschule, sich wieder zusammensetzen, sich dort mit den Dozenten auseinandersetzen, sich dort Ralf? Mit ihren Studenten auseinander. Entschuldige, dass ich dich jetzt unterbreche, das hast du ja schon mehrfach deutlich gemacht. Ne? Das muss man auch wiederholen. Wir haben noch 2 Minuten. Ja? Deswegen würde ich gerne mal ganz kurz hier zu einer Art Mini-Fazit kommen. Die Sache... Konstanze kommt überhaupt nicht mehr zu Wort. Wir haben beide rote Ohren, Konstanze. Ne? Das ist das Einzige, was wir hier geerntet haben, während die Herren uns heiß geredet haben hier. Ich würde mal als Fazit kurz zusammenfassen. Wo wir uns doch einig sind, ist, dass die MOOCs durchaus eine interessante Sache sind, wenn man sie gezielt für bestimmte Dinge einsetzt. Markus hat davon andere Vorstellungen als der Präsident der HU oder als Ralf. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die so anders sind. Siehst es umfassender, den Einsatz? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Du siehst ihn umfassender. Ihr beiden seht ihn etwas geringer. Ich würde gerne den Begriff MOOC aussetzen, weil er anders besetzt ist. Massive. Open Online Courses heißt die Bedienung von Massen, die ich nicht mehr kenne. 100.000, 200.000. Ralf, du machst schon wieder ein neues Fass auf. Lass mich kurz zu Ende reden. Also wir sind uns einig, aber dass das eine interessante Entwicklung ist, sehr diskussionswürdig auf der einen Seite. Die anderen sehen das etwas enthusiastischer, in euren Augen vielleicht etwas zu unkritisch. Aber durchaus eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist, oder? Oder sind MOOCs tatsächlich bald wieder verschwunden und nur ein vorübergehendes Phänomen? Ich würde sagen, es ist ein Hype, von dem sicher etwas bleiben wird. Aber es ist nicht eine Revolution. Das ist der Satz von Jan-Hendrik Olberts. Ralf, was würdest du als Fazit ziehen? Ein Satz bitte. Dass ich versuche, mit meinen Studierenden digitalen Medien sinnvoll einzusetzen, auch in der Lehre, aber zum Beispiel offline, nicht kontrolliert und auch nicht im Netz, weil da ganz andere Aspekte mitspielen. Das heißt, sinnvoller Umgang mit digitalen Werkzeugen. Punkt. Sinnvoller Umgang mit Markus, was wünschst du dir? Klar, als Geschäftsmann, dass die MOOCs sich weiterentwickeln, dass deine Investoren irgendwann auch Ertrag aus dem rausholen, was du entwickelt hast, klar? Klar, aber das ist fast ein bisschen sekundär für unsere Diskussion. Ich bin mir ganz sicher, dass MOOCs in Kürze, in 1 bis 2 Jahren, in den Hochschulalltag voll integriert sein werden. Und darüber hinaus für Lernwillige, egal ob sie jetzt Studierende sind oder nicht mehr Studierende oder noch nicht Studierende, ein ganz, ganz sinnvoller, fast unumgänglicher Bestandteil ihrer Bildung sein werden. Dein Fazit, Konstanze. Mein Fazit ist, Content and Context are always king. Und ich bin gern in der Präsenzlehre und gern online. Konstanze Langer, Markus Rieke, ich will immer der Präsident sagen, aber Jan-Hendrik Olberts und Ralf Lankau. Schön, dass ihr unsere Gäste heute Abend wart. Danke für die lebendige Diskussion. Hat mich sehr gefreut. Toll, dass ihr alle da wart. Bleibt gerne noch, falls ihr Fragen habt. Wir haben eine kleine Diskussionsrunde danach und kommt gerne zum nächsten Mal wieder. Denn am 27. November geht es darum, wie sicher eigentlich unsere Daten sind. Aktueller kann es eigentlich gar nicht sein. Vielleicht kommt es euch dann auch schon zu den Ohren raus. Aber bei uns ist das Thema am 27.11. im digitalen Salon. Ich bin Marlies Schaum. Wir sind von DRadio Wissen. Toll, dass ihr da wart. Schönen Abend. Herr Olberts muss leider los, weil er noch weitere wichtige Termine hat. Die anderen drei stehen aber, glaube ich, noch für so ein paar kleinere Fragen und Diskussionen. Ein paar Minuten kann er noch. Ich hatte das, wo hatte ich denn das Mikrofon? Wo ist denn Ditte? Ach, da vorne. Die Ohren setzen. Hat jemand eine Frage? Möchte jemand sofort sich engagieren? Wartet er lieber auf das da unten im Sitzsack? Gibt es danach einfach weiter? Darf ich mal eine Frage stellen? Ja. Kurzes Handzeichen, wer von euch hat schon einmal einen MOOC zumindest mal angeguckt, egal wo? Okay, danke. Jetzt ja, hallo. Frage, wer ist dabei geblieben und hat immer wieder reingeguckt? 1, 2, 3, 4, schon weniger. Aber bitte, frag mal. Ja, ich habe 2 Fragen. Oder das erste ist nur eine Anmerkung. Ich glaube, dass MOOCs eine großartige Sache sind,
die aber gleichzeitig ein Stück weit nur für eine Elite sind, und zwar für eine Selbstmotivationselite. Ja. Die Selbstmotivation, bei einem MOOC dabei zu bleiben, ist der Anspruch sehr hoch, ganz anders als bei Präsenzveranstaltungen, wo man klar definierte Termine wahrnehmen muss. Deswegen glaube ich, dass MOOCs eine fantastische Geschichte sind, weil es Zugang zu bestimmten Informationen schafft, die ohne dies nicht da wären. Und Zugang zu Bildung ist immer gut, das bedeutet Demokratisierung. Aber wir sollten uns nicht die Illusion machen, dass MOOCs eben in der absoluten Breite und für alle Leute eine gute Sache sind, sondern es ist wirklich nur für die Leute mit absolut hoher Selbstmotivation. Das ist immer eine Minderheit. Das war deine Anmerkung? Du hast das war meine erste Frage. Anmerkung. Und ich habe noch eine Frage. Ja. Ich arbeite für Wikimedia Deutschland. Wikipedia ist unser bekanntestes Projekt mit Abstand. Und daraus abgeleitet, wir entwickeln jetzt da gerade ein neues Format, eine neue Technologie mit MOOCs, und wir machen die jetzt wieder proprietär. Wir machen die bei iVersity, wir machen die bei Coursera, das sind alles proprietäre Plattformen. Die meisten Leute, die MOOCs zur Verfügung stellen, machen das staatlich bezahlt mit staatlichen Mitteln. Da haben wir ein bisschen was zu beigetragen. Okay, haben Sie was zu beigetragen. Das ist eine super Sache, aber sind es vor allem Leute, die halt staatlich bezahlt werden. Und da meine Frage, wir gehen jetzt wieder in dieses Prinzip rein, private Gatekeeper von hauptsächlich staatlich zur Verfügung gestellten Bildungsressourcen. Warum diese privaten Gatekeeper? Warum machen wir das nicht gleich Open Source, damit Leute das auch weiter benutzen können, in andere Kontexte überführen können, etc.? Warum das Ganze nicht unter einer Creative Commons Lizenz, sondern unter All Rights Reserved? Markus. Gibt es. Es gibt die amerikanische Plattform edX, die von Harvard und MIT gegründet ist, auch privatwirtschaftlich, aber die ist Open Source und ist kostenlos verfügbar. Also wer morgen aufstehen will und eine MOOC-Plattform programmieren, bitte sehr, der edX-Code ist frei verfügbar. Darf ich vielleicht noch eine Anmerkung machen? Wenn Sie sagen, MOOCs sind so fantastisch oder so, und auch für die Bildung, es gibt öffentliche Bibliotheken. Jeder von Ihnen in Berlin kann sich auch, und ich will, bringe das nur als Beispiel, Sie können sich den Ausweis von der Bibliothek holen, für die Schüler und Studenten ist das kostenlos. Sie können so viele Bücher lesen, wie Sie wollen. Haben Sie keine öffentlichen Bibliotheken? Nein, er hat recht, in Berlin. Das gilt jetzt nicht auf dem flachen Land. Da muss man erstmal 20, 30, 40, 50 oder 100 Kilometer fahren. Ich verstehe schon, was Sie meinen. Okay. Ja. Insofern darf ich mal sagen, ich finde diese MOOCs-Geschichte als willkommen, dass Sie mich nicht falsch verstehen, auch als Begleitung. Aber ich empfinde es überhaupt nicht als Ersatz, sondern wirklich als Bereicherung von Lernprozessen, die immer zwischen Menschen ausgehandelt sein müssen. Und das finde ich auch deswegen wichtig, weil wir sonst den Austausch der Authentizität verlangt und nicht abbildet, den kriegen wir sonst nicht hin. Und darf ich noch einen Ansatz? Ja, Ralf, und dann erst den Ralf und dann zwei Fragen aus dem Publikum noch. Einmal ganz kurz, Herr Lanker. Das zweite, Open Source. Open Source, ich bin sehr dafür für Open Source. Wir stellen die ganze Produktion auf Open Source auf, das heißt weg von den Monopolen und. Aber wenn es um Bildung geht, also es geht ja jetzt nicht um Wissen, wir müssen klären, reden wir von Bildung, reden wir von Wissen, reden wir von Information. Genau. Wenn es um Bildung geht, haben die Länder die Hoheit auch zu entscheiden, was in die Curricula kommt. Das heißt, wir müssen auch in dem Fall dem Staat und den einzelnen Bundesländern das Recht einräumen, zu sagen, was wird denn gelehrt, damit wir eine gemeinsame Basis haben. Das kann man öffentlich diskutieren, ist gar keine Frage, es wird auch diskutiert. Aber ich möchte das, was an was publiziert wird in den Büchern, da haben wir es schon meistens privatwirtschaftlich, ich möchte nicht, dass nur noch das an den Schulen und Hochschulen gelehrt wird, wo irgendwelche Unternehmen und Wirtschaftsinteressen hinten dran stehen. Gut, ihr könnt euch ja gleich noch ein bisschen unterhalten, vielleicht noch die Frage aus dem Video Nummer 2. Ich möchte mich dem Vorfrage anschließen, dass ich mich auch etwas gewundert habe, dass das so als sehr zugespitzte Diskussion über Technologie und das Internet und finden wir das gut, finden wir das schlecht, geführt wurde, wenn das eigentlich hätte eine Diskussion sein können darüber, welche Rolle jetzt also privatwirtschaftliche Interessen in der Bildung spielen, was ja irgendwie sich doch sehr aufdrängt. Und meine Frage ist auch ganz, ganz kurz in dem Zusammenhang an Herrn Ricke, wie sieht denn das Geschäftsmodell langfristig von iVersity aus? Dazu sind wir überhaupt nicht mehr gekommen. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz überhaupt, womit ihr genau Geld verdient, wie ihr das macht. Heute verdienen wir keine müde Mark.
Ne? Wovon leben Sie denn? Ja, wir leben noch von Venture-Kapital, Sie werden es nicht glauben. Immerhin 8 Kapitalgeber habt ihr im Rücken, ne? Genau. Die werden nicht langsam ungeduldig? Die sind noch lange nicht ungeduldig, genauso wie ich Ihnen keine Ahnung. Können Sie mir die Adressen mal geben? Also vorausgeschickt, klar muss so ein Unternehmen wie unseres auch irgendwann mal Geld verdienen. Da steht jetzt erstmal nicht an erster Stelle. An erster Stelle steht, dass wir das, was die Herren zu meiner Linken uns noch so ein bisschen absprechen, dass wir beweisen, dass wir wirklich einen Mehrwert für unsere User schaffen. Dass die Kurse bei uns absolvieren, dass die Zertifikate ablegen, mit denen sie ihr Leben verbessern. Weil was diese Plattformen letzten Endes machen, sind Lebensverbesserungen. Ne? Aber erzähl. Die Universitäten. Mal ganz kurz, erzähl doch mal, woran du da jetzt genau Geld verdienst. Also was kostet was? Ja, wollte ich gerade dazu kommen. Also es gibt verschiedene Geschäftsmodelle oder Ideen, die auch in Amerika experimentiert werden. Das eine ist, dass der Zugang zu allen Veranstaltungen kostenlos bleiben soll. Das ist aber das Abschlusszertifikat, besonders wenn es eben offizielle ECTS-Punkte gibt, die es bei uns bei 3 Kursen gibt, dass man das monetarisiert. Das sind offiziell anerkannte in der Europäischen Union Leistungspunkte in der universitären Bildung. Ein zweites Geschäftsmodell, so der teilnehmende Studierende daran Interesse hat, wäre, ihn zu matchen mit Unternehmen, die an der Fachrichtung des Kurses Interesse haben. Also man stelle sich vor, Maschinenbau und die Siemens hat Interesse, die Top 2% der Absolventen vielleicht kennenzulernen. Dann fragt man die Studierenden, dürfen wir eure Daten weitergeben? Die werden vorher gefragt, wollt ihr gerne, dass euch für diesen Kurs passende attraktive Jobangebote gemacht werden? Einige werden das wollen, andere nicht. Und dafür bezahlen die Maschinen euch Geld? Ach, die Maschinen. Dafür bezahlen die Unternehmen euch dann Geld? Genau. Mhm. Das dritte Geschäftsmodell ist das das ist ein relativ dickes Brett, was sicher auch sehr viel Widerspruch zu meiner Linken hervorrufen wird, ist die Lizenzierung von Online-Kursen. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass, das gibt es auch heute schon, dass eine Plattform wie unsere Online-Kurse lizenziert an eine Institution wie hypothetisch die Universität von Bombay, weil die schlicht keine BWL in ihrem Curriculum haben. Ja? Mhm. Wenn man sich vorstellt, welche Größenordnung an Studierenden gerade in Schwellenländern, die enorme Wachstumsraten haben, Zugang zur Bildung suchen, dann drängt sich das fast auf. Das heißt, ihr verkauft denen den Kurs? Genau. Und ein viertes Geschäftsmodell kann zum Beispiel sein, dass man Zusatzdienstleistungen wie Sie sagten, die persönliche Betreuung durch einen Teaching Assistant auspreist. Alle Preise für irgendwelche Dienstleistungen setzen nicht wir, sondern setzen unsere Anbieter. Wir sind nur die Plattform. Das heißt, das setzt immer die Universität. Würde das deine Frage erstmal erklären, wie Geschäftsmodelle aussehen können? Okay, dann der Herr mit dem Bart und dem Jackett. Einmal noch eine Frage. Bitte schön. Also vielen Dank. An wen? An mich? An alle natürlich. Also ich frage mich, ob wir Brücken zwischen den Ufern hinkriegen. Mhm. Und der Einstein hier in Berlin hat mal gesagt, Wissen ist nicht genug, zurechtfinden. Oder Anna Lindt hat gesagt, Gespräch ist nicht genug, Begegnungen entscheiden. Das heißt, wie können wir das kontextualisieren? Ich denke, wir haben hier Fronten und wir müssen die ganz dringend auflösen. Wir haben ja die Diskussion, dass wir nicht nur lernen, sondern auch abstimmen, erörtern, entscheiden, verantworten müssen. Also digitale Demokratie lernen findet jetzt hier an der Humboldt-Uni in 3 Wochen statt. Das ist die Thematik. Denn nur Liquid Democracy reicht nicht. Ich muss dahinter stehen, ich muss den Kontext wissen. Und da meine ich, Sie sollten sich häufiger treffen. Und ich mache jetzt erstmal Schluss. Dankeschön. Gibt es noch? Darf ich Herr Olberts möchte direkt was erwidern. Mir gefällt diese Wortmeldung sehr, weil wir letzten Endes, auch wenn wir hier jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt wahrscheinlich auch aus Spaß an der Sache, ein bisschen hier und da überakzentuiert haben und pointiert. Im Kern geht es darum, dass man anerkennt, dass dies eine Evolution ist. Das heißt also, dass das, was an einer Universität in der Gesellschaft geschieht, mit allen Ansprüchen, durch solche Möglichkeiten selbstverständlich potenzielle Bereicherung erlebt. Es ersetzt nur nicht was Grundlegendes, was wir, glaube ich, auch nicht ersetzen sollten, also nicht mal in der Suche danach. Und der zweite Punkt, der mir auch am Herzen liegt, ich möchte gerne verhindern, dass die Unabhängigkeit und die Freiheit der wissenschaftlichen Meinungsäußerung und der Lehre untergraben wird durch Mechanismen, die letzten Endes entweder kommerziell sind oder unter einem Ökonomisierungszwang stehen, der dann auch die Art und Weise, wie wir
kommunizieren und wie wir denken bestimmt. Ich möchte, dass wissenschaftliche Fragestellungen noch aus originärer und authentischer Neugier abgeleitet sind und nicht aus einer Effizienzkalkulation. Und das sind die Dinge, die mich umtreiben. Das ist gar keine Verneinung. Ich bin sowieso als Hobby-Ingenieur total offen gegenüber den Dingen, die Sie machen und verfolgen die mit Lust und Interesse. Aber ich möchte nicht, dass die Idee von Bildung, die viel komplexer ist, als dieses Medium sie je erfassen und darstellen kann, dabei unter den Tisch fällt. Nur darum geht es mir. Ansonsten halte ich ein bisschen auch aus Spaß dagegen. Das gehört dazu. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum, bevor Ralf noch mal zu Wort kommt? Nur noch einen Abschluss. Dann Ralf. Auch Studium heißt nicht Zertifikate einsammeln. Und auch lebenslanges Lernen heißt nicht, dann irgendwelche Abschlüsse sich einzufangen, um die beim Arbeitgeber vorzulegen. Das heißt, das, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, Lernen macht Spaß, Erkenntnisse zu gewinnen macht Spaß, dazu brauche ich Freiräume. Darum geht es eigentlich. Und da geht es natürlich insbesondere an der Hochschule drum. Und deswegen ist, wenn wir erleben das durch den Bologna-Prozess, dass die Schule, also die Hochschule sehr stark verschult ist, dass die Studierenden natürlich dann auch möglichst effizient ihre Kurse belegen, möglichst effizient ihre ECTS einsammeln, damit sie einen Abschluss kriegen oder so. Damit sind natürlich die Grundideen des Bildungsgedankens oder des Studiums schon aufgehoben. Und wir müssen da auch dagegen halten, zu sagen, Studium ist Freiraum und nehmt euch mal ein, zwei Semester Zeit oder drei und macht das, was euch wirklich interessiert, stellt Fragen und holt euch die Dozenten, um das zu thematisieren, was in der regulären Vorlesung nicht stattfindet. Da müssen Sie mir jetzt mal helfen. Das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt. Ich bin zwar Deutscher, aber habe nie in Deutschland studiert, weil ich im Ausland groß geworden bin durch meine Eltern. Und Sie sagen, was Sie quasi ja empfehlen, ist das Neigungsstudium. Würde mich jetzt auch mal Reaktionen, also das Neigungsstudium kenne ich, habe in England mein erstes Studium gemacht, in den USA das zweite. Da gibt's das schon, da darf man, wenn man in Latein gut war, Latein studieren und kann dann trotzdem Banker werden oder was auch immer. Keiner meiner deutschen Freunde hat das gemacht. Die haben alle irgendwie da studiert, mit dem man was bloß keine brotlose Kunst. Also meine Frage ist eigentlich, gibt's wirklich Neigungsstudium? Ist das Realität in Deutschland? Oder studiert viele von euch nicht eigentlich das, was sie meinen, studieren zu müssen, weil Papi es sagt oder bezahlt, naja, um dann hoffen, ich weiß es nicht. Das würde mich nicht mehr interessieren. Also mein Eindruck ist ein anderer. Ich glaube, dass das, also ich kenne das deutsche System. Ralf wird jetzt kommen mit Bachelor und Master, haben dazu geführt, dass ich habe ja zu einer ganz anderen Zeit studiert und zu meiner Zeit, also wir haben einfach unterschiedliche Freundeskreise und auch entsprechend vielleicht. Leute! Leine, um das abzuschließen, natürlich bin ich geisteswissenschaftlich, bin es aus Überzeugung und eben nicht mit dem Ziel, ein ganz gezieltes Berufsbild zu studieren, sondern um die Zeit des Studiums mit möglichst viel Freiheit zu erleben und mich möglichst weit zu bilden mit Studien general, mit allem das, was mich interessiert hat. Das war natürlich vor Bologna, das ist klar. Und danach zu gucken, wie ich unterkomme, was man als Geisteswissenschaftler, wenn man ein bisschen was im Kopf hat, immer kann. Das heißt, diese Freiheit oder diese Berufsorientierung war für mich nie das Ziel. Hm. Und heute ist es umgekehrt. Meine Frau ist Diplom Ingenieur für Maschinenbau, TU Darmstadt, damals TH, da war das immer schon etwas verschult, aber auch da gab es noch diese Freiheit, auch da haben die Studierenden das gemacht, was sie interessiert haben und wenn das dann nur im Nebenfach war. Okay. Und im Moment ist es sehr stark reduziert. Also ich darf ich ganz kurz nur mal das Hand sagen, mir würde es wirklich echt mal interessieren, hier von euch im Raum, wer studiert wirklich das, was er will und wer macht das, was er meint, wer traut sich, die Wahrheit zu sagen, dass er eigentlich das macht, was er meint, machen zu müssen? Nee, Moment. Keiner. Diese Frageform war unmöglich. Denn ich glaube, ich empfehle das den ich darf, glaube ich, nicht sagen, junge Leute, das sei nicht korrekt, wurde mir neulich mal gesagt. Ich mache es mal trotzdem vorsichtig. Also ich wollte mich nur absichern, wie wir uns ja alle permanent absichern. Ich glaube, man sollte jedem empfehlen, zu machen, was ihn interessiert und was er mit Leidenschaft machen würde. Darin steckt die beste Aussicht auf Karriere und Erfolg. Definitiv. Ja, und in nichts anderem. Jeder, der kalkuliert und nur etwas studiert, was ihn eigentlich nicht interessiert, von dem er aber glaubt, er käme schnell in trockene Tücher, wird nicht erfolgreich sein. Sie können die absonderlichste Studienrichtung wählen, wenn Sie sie mit Interesse und Leidenschaft verbinden. Ich garantiere Ihnen, werden Sie erfolgreich sein. Das ist das klügere Kalkül. Und die Antwort eben, die ich gesehen habe, und haben die Zweiten haben sich nicht getraut, wie Sie gehört haben, ne? Aber die Ersten waren hoffentlich ehrlich und haben gesagt, sie studieren, was ihnen Freude macht und was sie interessiert. Und ich finde, von nichts anderem sollte man sich leiten lassen, eine Universität zu besuchen. Absolut. Das sind schöne Worte zum Abschied. Ja, ne? Vielen Dank, Herr Olbert. Sehr präsidial, sehr... Ne? Ich hoffe, ihr geht jetzt beruhigt nach Hause. Bleibt noch gerne, trinkt noch einen Wein mit uns, esst eine Brezel, fangt noch jemanden ab, den ihr abfangen wollt, zum Diskutieren in der Zweisamkeit, in der Dreisamkeit. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Top.